Hype Connection. Nicht zu stark über eine Ski kommen, weder innen noch außen. Ganz wichtig vom Oberkörper her, stabil bleiben, Position halten und die Bewegung wirklich einfach versuchen, aus die Beine was machen. Gell? Jo, ich werde es probieren. Bist du bereit? Ja. Achtung, schauen, dass du wirklich nicht hart drauf gehst, wie wir uns erst gesagt haben. Wirklich ganz mit Gefühl aufkanten und wenn du den Schwung ausgelöst hast, vorfahren, schön am Belag vorfahren und nachher den Druck ganz sauber über die ganze Kurve verteilen. Ja. Ja? Zuerst muss man stabil bleiben vom Oberkörper, nur von da aus machen und nicht so ausholen. Ja? Das ist irgendwie da unten schon mal überdreht gehört, dann hast du die Geier nicht stark weg. Gell? Ja. Raphael am Start. Nein. Raphael, was? Geht. Versuchen, die Körperspannung zu halten. Okay, machst du bereit? Auf beiden Skiern zu fahren. Auf geht's! Und nicht so in die Löcher reinfahren, dass die nachher drüber haut, sondern gleich am Anfang von der Spur mit dem Außenski in die tiefste Spur reinfahren, okay? Von daher zurück, ja? Ja. Okay, volle Spanne, geht schon los. Ja, okay. Genau in die tiefste Spur rein, ja? Vorausschauen. Sofort nach dem Tor fangen wir an. Bye. Wir korrigieren ja da die Gravierungsgefühle. Der Twin Carver ist ein neues Wintersportgerät, das auch im Renntraining sehr gut eingesetzt werden kann. Insbesondere das Training von dem Umkanten, dem Gefühl für einen Kantendruck, ist hier sehr, sehr gut umzusetzen. Die wichtigsten Merkmale des Twin Carvers sind
dass die beiden Skier durch diese neuartige Verbindungskonstruktion immer parallel geführt werden, dass beide Skier immer synchron aufkanten, haben beide immer den gleichen Aufkantwinkel und dass zusätzlich durch dieses neuartige Dämpfungssystem ein Rebound eingebaut ist. Das heißt, in dem Moment, wo der Skiläufer selbst seine Druckkräfte auf den Ski nachgibt, stellt das Gerät automatisch in die Nullstellung zurück. Der Twin Carver ist unter anderem auch in der Racing-Schule Benny Reich bisher schon mit großem Erfolg eingesetzt worden. Und langsam zurückgehen. Die andere Seite. Das ist mal richtig fest. Durchatmen und dann machen wir es jetzt koordinativ. Mit dem linken Bein die blauen Stangen und mit dem rechten Bein die roten Stangen. Vorne klatschen, rot, linkes Bein, hinten klatschen. Konzentriert sein. Mehr auf die Zehenspitzen hupfen, Lena. Ja, gerne nochmal. Blau, rechtes Bein vorne klatschen, rot, linkes Bein, hinten zweimal klatschen. Oberkörper stabilisieren, Hände vorne lassen und nur versuchen, das aus die Beine raus auszugleichen. Und die Stange, die wir unten durchs Rohr durchschieben und hinten wieder raufnehmen. Weil es ein bisschen zu weit vorgeht, gell? Ja, super. Hey. Ja, probieren wir es nochmal. Es gibt nur auf einer Seite die Hilfe. Genau. Und wir hupfen für da aufs nächste und versuchen aber das zu stabilisieren. Versuchen, dass sie in der Mitte stehen. Genau, sehr gut. Gut stabilisieren und erst dann weiterspringen. Und versuchen das Uwe als Sprung und Kniegelenk machen. Gell? Versuchen wir draufstehen, mit einem Bein nicht nach unten schauen, sondern nach vorne schauen. Die Hände vor dem Oberkörper stabilisieren und nur mal ausbalancieren von unten. Wenn es gut geht, macht die Augen zu. Sprung und Kniegelenk, genau. Im Oberkörper ein bisschen weiter nach vorne kommen. Dass du ganz satt in der Sohle drin stehst. Nicht so aufrecht, nicht so nach hinten. Sehr gut. Und versuchen, das zu stabilisieren. Doch mal mit Hüftstütz die Hände ganz weich landen, gell? Und weich landen, gell? Das ist zu hart. Weich landen, ja genau. Nicht nachgeben nach unten beim Stabilisieren, sondern wirklich stabilisieren. Nicht zu viel nachgeben, gell? Genau, perfekt, perfekt. Da haben wir was. Und nachher werden wir die Hände ganz ausstrecken und zum Knie dran. Die Hand nach hinten geben. Und dann versuchen wir mit der Nasenspitze das Brett zu berühren. Am besten. Sehr gut. Und wieder hoch. Gut. Und nach vorziehen. Und wieder nachher. Und das langsam machen. Auf jeder Seite. 10 Mal. Und dann tun wir das auf der Platte, beides gleichzeitig. Ja, auf Zeit zu stehen auf der Platte, dann ist es leichter, dann kommt es leichter vorbei mit dem Bein. Das ist gleichzeitig Krafttraining und Balance. Vormittag Skifahren war super, besser geht's nicht. Schnee wie im Winter, traumhaft. Konditraining hat gepasst, Spaß hat's auch gemacht. Dass wir von morgen, jetzt machen wir nicht mehr zu viel für heute. Gehen wir nachher noch duschen und Abendessen und nachher morgen, dass wir wieder fit sein für das morgige Skifahren. Bye, 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 music.
Gut, heute haben wir einen schönen Tag gehabt, oder? War super. Und jetzt schauen wir uns einmal vor euch ein Video an für heute. Könnt ihr euch gleich einstellen drauf. Morgen fahren wir es gleich um. Ja, Christoph, sometimes. You did really good turns. Sometimes. Watch this. Make movement more in the running direction. Not so up like this. And here by the gate, sometimes it's get really good. And you see, the parallel's key position. Da, wenn man schaut von unten außen, ganz gut eigentlich. Du bist zwar mit dem Schwungansatz ein bisschen zu spät, der Druck kommt ein bisschen zu spät. Aber vom Oberkörper her, ja, da lohnst du zum Tor hin. Ja, schau, du stehst nur drauf, ganz passiv. Siehst du dahinten, wo der ist. Da musst, wenn du zur Kurve außen kommst, musst du nach vorne weggehen. Als Sprungknirgelig musst du nach vorne lösen. Nicht einfach warten, was passiert.